Herr Münzer, wie schätzen Sie die konjunkturelle Lage gegenwärtig ein? Die ist ausweislich unserer Zahlen noch immer sehr gut. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Wir haben im letzten Jahr, das ist vorbei, aber sind wir um 8% gewachsen. War ein sehr gutes Jahr. Und dieses Jahr mein Auftragseingang von knapp 6%. Also ich kann doch nicht sehen, dass es sich um eine Krise handelt. Natürlich hier und da wird es ein bisschen schlechter werden. Aber das ist nach 10 Jahren Aufschwung vielleicht auch gar keine echte Überraschung. Kommen auf die Autozulieferer massive Schwierigkeiten zu. In China ist der Autoabsatz eingebrochen. In China geht ein großer Kreditzyklus und Wachstumszyklus zu Ende. Das merken wir auch. Ob das jetzt gleich also ganz schlimm ist. Also ich habe ein Unternehmen gehabt, das ist 40% im letzten Jahr gewachsen in China. Jetzt wächst vielleicht nur noch 20%. Das ist natürlich weniger als 40, aber vielleicht auch noch nicht Anlass zu echter Sorge. Bereitet die Umstellung auf die E-Mobilität den südbadischen Unternehmen Schwierigkeiten? Das ist natürlich ein Prozess, der nicht nur in diesem Jahr stattfindet, nicht nur die letzten Jahre stattgefunden hat. Das ist ein Prozess, der Jahrzehnte dauern wird. Da ist man langsam unterwegs, würde ich sagen. Aber dass jetzt so ein Schock ins Haus steht, würde für dieses Jahr eigentlich ausschließen. Wird der Fachkräftebedarf weiterhin hoch bleiben? Ja, der wird weiterhin hoch bleiben. Es gibt ja immer noch Mangelberufe. 86 Berufe hat die Arbeitsagentur identifiziert. Die Mangelberufe sind viel im Handwerk ist da, aber natürlich auch in der Industrie. Also auch auf dem Arbeitsmarkt steht eigentlich keine große Änderung ins Haus, soweit man sehen kann. Wird der Brexit Spuren in der südbadischen Wirtschaft hinterlassen? Ja, jetzt weiß man ja noch nicht genau, was dieser Brexit genau heißen wird. Also toll ist es nicht. Das wird sicherlich die Insel viel stärker isolieren als Rest Europa. Man weiß ja immer noch nicht ganz genau, was passiert. Das ist auf jeden Fall keine gute Nachricht für Europa und auch für die Außenwirtschaft. Sind Sie mit der Resonanz auf die Messe I&E zufrieden? Sind wir sehr zufrieden. Wir haben ja seit Jahren ein hohes Niveau. Wir haben 350 Aussteller ausverkauft. Die Qualität, würde ich sagen, hat zugenommen. Beim ersten Blick, die Statistik gibt es her. Wir haben eine gute Mischung aus treuen Freunden. Über 2/3 kommen wieder und die haben auch ihre Standfläche vergrößert. Und ein Drittel ist neu und schaut, was das Jahr so bringt. Wie sind die südbadischen Unternehmen auf den technischen Fortschritt vorbereitet, beispielsweise auf die künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz, das ist jetzt so ein Wort, das man überall hört. Das gibt es ja einerseits schon lang, andererseits die künstliche Intelligenz in der starken Form sozusagen, dass da wirklich die Computer übernehmen. Das ist auch noch Zukunftsmusik. Das ist auch ein Prozess, wo wir gut dabei sind und der wird aber noch Jahre, Jahrzehnte weitergehen. Vielen Dank.